Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei eurem Zwo-Rad-Kanal. Man könnte auch sagen Amazon-Mann, denn ich habe wieder ein neues Zubehör parat. Zunächst möchte ich aber von der letzten Tour berichten. Da ist mir was passiert und zwar habe ich mein Rücklicht verloren. Ja, daher muss ein neues her. Ich habe mir das gleiche wieder gekauft, denn ich finde das eigentlich richtig cool. Das war dieses hier nochmal zur Erinnerung. Habt ihr ja auch im vergangenen Video, habe ich das ja vorgestellt. Ja, und jetzt ist Folgendes passiert. Das ist ja die Halterung, wo das Rücklicht eingespannt wird. Und zwar hat sich hier unten wohl Dreck gesammelt. Dadurch habe ich das Licht nicht weit genug reingeschoben. Und die Nase hier konnte nicht über das Licht, über die Halterung. Ja, und durch die Vibration unterwegs hat sich das langsam hochgeschoben. Und zack, weg war's. Jetzt habe ich nur noch die Halterung. Gut, jetzt habe ich mir das halt nochmal gekauft. Kostet ja keine 20 Euro. Muss halt in Zukunft darauf achten, dass es richtig eingerastet ist, so dass die Nase halt hier drüber steht. Ja, das ist aber noch nicht alles. Ich habe noch ein weiteres Zubehör gekauft. Und zwar dieses Toolset hier. Kostet knapp 18 Euro. Ihr wisst wo. Natürlich Amazon. Ist von Sigma Sport. Lässt sich hier auseinandernehmen mit diesen Arretierungen an der Seite, diese roten Knöpfe. Ist ziemlich kompakt, passt optimal in die Tasche an meinem Rahmen, die ich auch schon gezeigt habe. Ich zeige euch mal kurz, was hier so drin steckt. In dem oberen Teil hier haben wir innen Sechskantschlüssel und zwar 6 mm, 5 mm, 4 mm, 3 mm, 2,5 mm. Dann geht es hier weiter. Hier haben wir noch einen 2 mm Innensechskantschlüssel, einen Kreuzschlitzschraubenzieher, einen Flachschlitzschraubenzieher, drei Ringschlüssel in verschiedenen Größen, ich glaube 8, 10 und 12 mm. Dann haben wir hier einen Kettennietendrücker, lässt sich natürlich dann hier mit dem Innensechskant an der Kette bedienen. Dann, was noch ganz cool ist, lässt sich hier oben auch noch abnehmen. Einen Felgenspanner. Und natürlich hier diese kleinen Schippen da für den Reifen rauszuholen. Das Ganze funktioniert so, ihr holt euch das Tool hier raus, was ihr benötigt. Dann rastet das hier oben ein. Und dann gibt es hier eine Arretierung, die man drücken muss. Damit kann man das Tool dann wieder hier zurückholen. Wie gesagt, kostet knapp 18 Euro bei Amazon. Link wie immer unten in der Beschreibung. Ja, ich denke, es ist ein nettes kleines Tool, was man immer dabei haben kann. Ich habe es mir jetzt geholt, speziell wegen den für die Felgen zu spannen, da ich gemerkt habe, dass hinten mein Rad etwas zentriert werden muss. Einige sind ja der Meinung, ja, mein Fahrrad ist nicht dafür geeignet, für die Strecken, wo ich rumfahre. Ihr habt schon einige Videos gesehen, wo ich unterwegs bin. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, lasst es mich wissen. Gegebenenfalls muss ich auf andere Reifen oder andere Räder umsteigen. Anderes Fahrrad kommt erstmal nicht in Frage. Ja, das war's als kleines Zwischenvideo. Demnächst machen wir weiter mit dem Thema Apps. Werde ich vorzugsweise die Komoot-App vorstellen, was sie kann, was man damit machen kann, wie es funktioniert. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Macht's gut, bis dann, bye bye. Ja, ich melde mich noch kurz zurück. Und zwar diese Teile hier, diese Schippen, wie ich eben gesagt habe, heißen natürlich Reifenheber. Ist ja diese kleine Einkerbung hier, damit man schön zwischen Felge und Mantel kann und den dann da von der Felge lösen kann. Ja, gefährliches Halbwissen. Ich sag's ja immer wieder. Macht's gut, bis dann. So, einen kleinen Tipp habe ich noch. Und zwar, erinnert ihr euch, ich habe diese Halterung hier schon mal vorgestellt, diese Quadlock-Halterung fürs Fahrrad, für den Rahmen oben drauf. Jetzt ist es so, es gibt einmal, gibt es ja dieses Universalmodell für allerlei Handys oder auch die iPhone-Version.
da die iPhone-Version aber fast doppelt so teuer ist, um die 60 Euro liegt die. Die Universalhalterung liegt bei knapp 40 Euro. Für alle iPhone-User ein Tipp. Und zwar, dieses Teil hier, dieses kleine, ist ja dabei bei der Halterung. Wenn ihr euch fürs iPhone einfach hier so eine Silikonhülle holt und klebt auf der Rückseite dieses Teil drauf, dann genügt auch die Universalhalterung. Also es muss nicht zwingend die fürs iPhone sein. Ich weiß nicht, was daran anders ist, aber ich glaube nicht, dass 60 Euro gerechtfertigt sind dafür. Deshalb an dieser Stelle noch der kleine Tipp am Rande. So, jetzt aber bis zum nächsten Video. Bis dann, bye bye.